Das ist dieses Jahr mein Auto. Es ist ein Formel 3, keine Formel 4 mehr. Wir sind eine Klasse aufgestiegen sozusagen. Geplant ist, dass ich mehr von Amersfoort fahre. Von daher schwarzer Rausch dieses Jahr. Den Namen habe ich leider noch nicht, aber ich werde euch jetzt mal das Auto erklären. Also ich erkläre euch jetzt das Lenkrad, was eigentlich für uns Fahrer mit am wichtigsten ist und das Gaspedal natürlich. Es hat ein bisschen mehr Funktionen als in der Formel 4, von daher, ich glaube, es ist ganz schön interessant. Das ist unser Lenkrad aus Carbon. Wir haben hier 6 verschiedene Knöpfe. Das ist einmal Radio, mit da können wir wie in der Formel 4 auch mit dem Team kommunizieren und das Team mit dir selber auch. Das ist der Pit Limiter, den musst du halt anmachen, wenn du in der Box bist, weil du darfst um 60 fahren. Den Clown-Knopf brauchst du, um Rückwärtsgang reinzumachen und den gelben, um verschiedene Daten aufzurufen. Wir sind ja gerade im Misano, von daher ist gerade hier eben Track-Mac vom Misano abgebildet. Und wenn man jetzt das Lenkrad anmacht, sieht man hier, gibt es verschiedene Seiten sozusagen, wo man hin und her switchen kann, wo eben unterschiedliche Daten angezeigt werden, wie Öltemperatur, Wassertemperatur oder eben auch die Gänge, Batterie, alles mögliche. Also viel mehr als eigentlich in der Formel 4. Wir haben 6 oder 7 verschiedene Seiten, glaube ich. Und ja, das ist eigentlich die Seite, mit der man immer fährt. Da oben wird dann Drehzahl angezeigt, die Geschwindigkeit, die Runde, Gänge, schnellste Runde, letzte Runde und eben die gefahrene Runde. Hat auf jeden Fall viel mehr Funktionen als in der Formel 4 und macht generell auch viel mehr Spaß. Wir haben auch hier viel mehr Knöpfe als in der Formel 4. Das ist einmal Ignition, eben um generell die Elektrik anzumachen, dann für die Fuel Pump, um anzuschalten. Dann gibt es verschiedene Engine, also Motor Mappings sozusagen. 3 verschiedene, glaube ich. Dann gibt es auch verschiedene Gänge Mappings und eben am unten dann wie in der Formel 4 auch das Regenlicht. Ist alles ein bisschen technischer und ja, geiler. Datenarbeit ist sozusagen das Wichtigste und mit das Wichtigste, um deine eigene Fahrkünste sozusagen zu verbessern und dich mit anderen Fahrern zu vergleichen. Du fängst im Kartfahren schon an und machst es eigentlich bis in die Formel 1 hoch. In der Formel 1 hast du da mehrere Ingenieure, hier haben wir 1, 2 Ingenieure. Und um euch mal so ein bisschen zu erklären, wie Datenarbeit funktioniert, haben wir hier einmal Daten sozusagen abgebildet. Immer, also wenn der Graph oben ist, ist es der Topspeed, bedeutet umso höher, umso schneller bist du. Und dann, wenn der Graph, sobald er runtergeht, bremst du oder beziehungsweise verzögerst, ob das jetzt ein Lift ist nur oder eben Bremsung, ist egal, Hauptsache der Graph geht um den Keller. Und wenn du dann eben wieder beschleunigst, geht der Graph eben wieder nach oben. Bedeutet, das hier ist die Geschwindigkeitsabbildung, dieser große Graph. Das hier unten ist die Lenkung, bedeutet, wenn die gerade ist, fährst du geradeaus. Wenn du nach rechts, wenn der Graph nach unten geht, dann lenkst du nach rechts. Und wenn der nach oben geht, dann lenkst du nach links. Hier sieht man eben diese einzelnen Ausrisse sozusagen, sind eben dann, wenn das Auto hinten kommt und du dagegen lenken musst. Diese Bremsen, dieser Graph, der hier unten ist, wenn du da bist, dann bremst nicht. Und wenn sobald der Graph nach oben geht, ist es eben eine Bremsung. Wir drücken ca. 130 Piep, also 130 Bar. Und dann, wenn du eben wieder runterkommst von der Bremse, ist der Graph eben wieder nach unten. Das hier oben ist Gas, bedeutet, wenn der gerade ist, dann ist es Vollgas und sobald der Graph nach unten geht, lupfst du eben. Bedeutet, hier sieht man eben, es ist eine Kurve, hier ist eben noch Topspeed, dann verzögerst du, also die Bremse geht nach oben, der Graph geht nach unten und du gehst natürlich auch vom Gas runter. Dann diese kleinen Dinger hier sind Schaltvorgänge und du lenkst eben auch ein, das ist eben eine Kurve, eine Rechtskurve. Und sobald du eben dann am Scheitelpunkt vorbei bist, gehst du eben wieder auf Gas und dann geht eben auch dieser Graph wieder nach oben. Und hier oben sieht man eben noch die Gänge, in welchen Gängen man um die Kurve fährt. Und wenn man das auf eine ganze Runde sieht, kann man natürlich jede Kurve einzeln mit anderen Fahrern vergleichen und dann daraus lernen oder beziehungsweise herausfinden, was man gut und was man schlecht macht und wo man sich eben noch verbessern sollte, um der Schnellste auf der Strecke zu sein. Anders als beim Rennen sind wir hier in der Box. Beim Rennen ist jedes Formel 3-Team ein Zelt, da die Box DTM in der Box ist. Ja, hier sind unsere 3 Autos. Das Ganze auf der rechten Seite ist mein Auto. Das in der Mitte gehört ein Teamkollegen und das auf der linken Seite gehört ein Teamkollegen. Eigentlich ist es so, dass jeder Fahrer 2 Mechaniker hat und einen Ingenieur. Leute an jedem Auto sind 3 Leute, die rumlaufen sozusagen. Dann gibt es natürlich den Teamchef, dann haben wir hier ist noch der Sohn vom Teamchef, der weiß sozusagen alles organisiert. Dann gibt es 2, die die LKWs fahren, die aber auch gleichzeitig die Reifen vorbereiten. Dann haben wir einen Hauptingenieur sozusagen, der alle anderen Ingenieure überwacht.
haben dann nochmal drei Mechaniker, die sozusagen rumrennen und alles überall mithelfen und nochmal über die anderen Mechaniker eben drüber schauen. Dann haben wir einen, der um die Strecke fährt und schaut, was die anderen machen. Haben einen, der die Motor mal anschaut, einen, der die Videos anschaut. Und insgesamt kommen da sehr viele Leute zusammen, die an einem Formel-3-Rennwochenende versuchen, das Optimale aus dem Team rauszuholen, um eben zu gewinnen.